Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schnallt euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Wolibär. In den Patch 14.4 Änderungen hatte der gute Bär recht ordentliche Buffs bekommen, insbesondere der Bonus Movement Speed auf seinem Q fühlt sich richtig saftig an. In der Jungle-Position ist seine Winrate in fast allen Elo-Bereichen um fast 5% gestiegen. Es ist der Klassiker der heiligen Dreifaltigkeit, die sich nun auch bei ihm aktiviert hat. Winrate, Pickrate und Bunrate sind alle nach oben geschossen. Insbesondere im Jungle ist er eine absolute Maschine, wo er ungelogen nicht ein einziges Jungle-Matchup hat, in dem er unter die 50% Winrate kommt. Aber auch auf der Top-Lane ist er mit dem neuen Unending Despair und Ingenious Hunter-Bit extrem stark. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Was war eurer Meinung nach der beste Game-Mode, den League of Legends je hatte, der nicht Summoner's Rift war? Für mich zu 100% dominieren, ihr merkt, ich bin ein alter Sack. Ich vermisse den Game-Mode noch bis heute. Schreibt eure Meinung aber unbedingt in die Kommentare. Damit ist es jedoch Zeit für unseren Abfalleimer der Woche und das ist Sejuani. Ihre Winrate ist mit etwa 48% in Emerald Plus nicht unbedingt grottig. Die Problematik liegt aber daran, dass sie niemand spielt, niemand bannt und selbst die One-Tricks auf ihr momentan nicht einmal auf die 52% Winrate kommen. Sie hat die schlechteste One-Trick-Winrate im gesamten Spiel. Dazu ist sie mit D- im schlechtesten Tier des Spiels. Und ja, ihr seht, wo das Ganze hingeht, auch statistisch der schlechteste Jungler im gesamten Spiel. Nur im Early Game hat sie einen wirklich starken Impact. Alles, was darüber jedoch hinausgeht, ist ein richtiges Trauerspiel. Springen wir damit jedoch zum Nope der Woche und das ist Smolder. Er macht momentan Kassadin Season 3 Bunrate doch eine gewisse Konkurrenz. Je nach Elo-Bereich hat er teils über 60% Bunrate und seien wir ehrlich, völlig zurecht. Dieser Champ ist so dermaßen broken, dass es wirklich nicht mehr feierlich ist. Auch der Patch 14.5 Hotfix hat seine Winrate um ein ganzes Prozent geschmälert. Aber Leute, ich habe keine Ahnung, was für Probleme ihr mit einem Champ habt, der eine mega sichere Laning-Phase, guten Poke, ja Escape, Point-and-Click-Abilities, keine Attack-Speed oder Crit braucht und unendlich Skate. Ich meine, der Champ braucht ja immerhin so ganze 20, maximal 25 Minuten, bis er das krankeste Late-Game-Monster wird. Das ist doch komplett fein. Damit fliegen wir jedoch direkt zum Broken-Pick der Woche und das ist Janna. Seit Ewigkeiten fliegt sie abartigst unter dem Radar, wenn man bedenkt, wie gestört stark sie ist. Seit diesem Patch hat sie die höchste Winrate im Spiel und insbesondere im High-Elo-Bereich hat sie absurd hohe Winrates, teils jenseits der 55%. Und dafür ist ihre Winrate und Pickrate als auch Bunrate viel zu niedrig. Nur in Diamond und Emerald hat man scheinbar realisiert, wie busted sie ist, denn dort ist ihre Bunrate in der letzten Woche ein ordentliches Stück hochgegangen. Janna ist aus meiner Sicht der beste Supporter, um 1v9 zu carry. Diese Janna hier zum Beispiel auf dem koreanischen Server hat fast 90% Winrate mit 7er KDA in Master. Das schafft man wirklich auf keinem anderen Supporter. Ab damit jedoch zum Item der Woche und das ist Night's Vow. Seit bereits über einer Woche gibt es in der LoL-Community relativ viel Diskussion darüber, warum dieses Item keiner kauft, obwohl es statistisch und von der reinen Goldeffizienz her extrem stark ist. Als drittes oder viertes Item erreicht es problemlos Winrates in Richtung der 60% auf praktisch allen Engage-Supportern. Ehrlicherweise könnte das Item aber auch auf Tanks eine wirklich gute Option sein, denn die Passive ist extrem stark und das Item ist vor allem eins absurd goldeffizient. 15 Ability Haste, 45 Armor und 300 Health kombiniert mit einer extrem starken Aktiven für nur 2200 Gold, da weiß auch ich nicht, warum das Item gefühlt niemand baut. Damit jedoch ab zum Fail der Woche und das ist die momentane Blue Side Red Side Problematik im High-Elo-Bereich. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben, da zum Beispiel große Streamer wie Sola das Ganze auch schon zu genügend in den sozialen Medien diskutiert haben. Aber ab etwa 600 EP ist die Red Side momentan extrem broken. Nahezu alle Top 10 Challenger-Spieler haben auf der Red Side einfach mal 10% mehr Winrate als auf der Blue Side. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, wie kann das sein? Die Blue Side ist doch nach wie vor besser als die Red Side? Für die Allgemeinheit stimmt das tatsächlich auch. Die Blue Side hat weiterhin eine minimal höhere Winrate. Diese Kluft war aber tatsächlich in der Vergangenheit deutlich höher. Riot berücksichtigt diesen Effekt auch im Draft. Das heißt, als Blue Side Team
spielt ihr immer gegen ein Gegnerteam, dessen Team-MMR etwa 100 bis 150 Punkte über eurer eigenen liegt. Die große High-Elo-Problematik liegt jedoch darin, dass die Top 10 Spieler der Ladder natürlich eine extrem hohe MMR haben. Niemand hat eine höhere MMR als sie. Das heißt, sie spielen ungelogen in teils 19 von 20 Matches auf der Red Side und bekommen dort dann die anderen Spieler, die ebenfalls in den Top 10/Top 20 der Ladder sind, und spielen damit natürlich gegen Blue Side Teams, die ihnen drastisch unterlegen sind, weshalb fast jeder der Top-Spieler momentan weit über 60% Winrate auf der Red Side hat. Das Schlimme, die Thematik ist nicht erst seit wenigen Wochen so, sondern bereits seit Anfang der Season, und Riot hat bisher noch gar nichts unternommen, um dieses Problem zu beheben. Damit ab zum Trick der Woche, und da habe ich für euch ein extrem hilfreiches Setting mitgebracht, das es erst seit der Season 14 gibt. Ihr kennt bestimmt die Problematik. Ihr spielt einen Champion mit einem Skillshot wie Annie, Karthus oder Brand, der immer dort platziert wird, wo euer Cursor ist. Wenn ihr aber außerhalb der Aktivierungsreichweite das Ganze casten wollt, läuft euer Champion erst dorthin. Ziemlicher Schrott, da man so zum Beispiel bei Annie häufig das Ganze nicht richtig timet oder die Ult nicht auf der maximalen Range nutzt. Seit der Season 14 gibt es nun das sogenannte Clamp-Casting, mit dem euer Skillshot wie zum Beispiel der Karthus Q, Annie Ult oder Brand W immer direkt auf Max-Range gecastet wird, egal wie weit außerhalb euer Cursor von der Aktivierungsreichweite ist. Das Ganze aktiviert ihr einfach, indem ihr die Einstellungen öffnet, zu Game geht und dort ganz unten runter scrollt und den Haken bei Clamp-Casting anmacht. Bevor wir zur letzten Rubrik kommen, über 85% von euch haben noch nicht diesen Kanal abonniert. Wenn ihr in Zukunft also keinen weiteren Kluftkurier oder Rift Report mehr verpassen wollt und uns zusätzlich dazu auch noch unterstützen wollt, dann solltet ihr uns unbedingt abonnieren, denn nur noch 35 Abonnenten fehlen, damit wir unser 1000 Abonnenten Giveaway starten können, bei dem ihr eine von 10 Hexsec-Chests plus Key gewinnen könnt. Damit aber ab zur Frage, was macht eigentlich Riot? Riot hatte ja bereits in den letzten Monaten riesige Patches mit fast immer jenseits der 30 Seiten gehabt, und nun plant man in Patch 14.6 noch einmal Großes. ADCs sind momentan zu schwach, das sieht Riot auch ein, allerdings kann Riot sie nicht einfach buffen, da Supports momentan extrem stark sind und die Botlane als Gesamtkonstrukt sonst giga OP wäre. Bei den ADCs bufft man daher IE, Navuri und ADR als auch Mortal Reminder. Bei den Support-Items nerft man World Atlas und Runic Compass, und dazu sind nun die Jungle, Support und Dorans-Items unique und können nicht mehr miteinander kombiniert werden. Bei den Champion-Buffs plant man Cho'Gath, Diana Jungle, Ornn, Shen, Xian und Trinda mehr zu buffen. Bei den Champion-Nerfs will man Briar, Kragas Top, Karma Mitte, Senna ADC und Smolder als auch Volibear nerfen. Dazu kriegt auch Galio noch einmal ein Champion-Adjustment, das aus meiner Sicht nach einem leichten Buff aussieht. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.